So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Für die Nintendo Wii U. Ja, und ich habe mir gedacht, man könnte den Part heute mal ein bisschen besonderer beginnen, würde ich mal sagen. Und zwar mit einem 8-Kämpfer-Smash, und zwar einem besonderen in diesem Fall. Denn ich denke mal, euch interessiert mal, was ich jetzt genau alles für Amiibo habe. Und außerdem kann ich euch dazu berichten, dass wir alle Charaktere des Spiels jetzt freigeschaltet haben, was ja auch mal richtig episch ist, meiner Meinung nach. Und ja, coole Sache auf jeden Fall. So, wir nehmen ihn mal. Wo ist denn mein Bewohner hin? Ach, da, ganz links unten. Kennt man gar nicht mehr. Na komm, nehmen wir ihn mal normal. So, und dann nehme ich Amiibo 1. Den kennt ihr ja schon, aber ich habe es umbenannt. Ihn jetzt heißt er jetzt Laka, der mich auch auf die Idee gebracht hat, sie nach Abonnenten zu benennen. Dann haben wir hier. Genau, Mario. Dann haben wir hier. Link. Und dann haben wir hier noch. Auch den Bewohner. Der jetzt natürlich eine andere Farbe hat, weil ich. Ja, komm, dann nehme ich eine andere Farbe. Dann nehme ich halt die andere Farbe wieder. Du kommst doch mal raus. So. So, so ist das doch besser hier. So, ich möchte natürlich nicht gegen die alleine kämpfen, weil ich glaube, ich habe trotzdem nicht so viel Chance. Deshalb nehme ich mir mal noch einen Computer Stufe 6 zur Hilfe. Ja, gut. Wir dürfen jetzt gegen als Einstieg kämpfen wir heute mal gegen die Amiibos, meine vier, die ich jetzt habe. Habe sie natürlich auch benannt nach ein paar Abonnenten. Wenn ich vielleicht noch welche hole, werde ich sie vielleicht auch noch benennen, aber werden wir sehen. So, ja, Zeit passt schon. Gut, welche Stage nehmen wir denn mal? Nehmen wir die hier, das Höhlenabenteuer. Das hatten wir auch noch nicht so gesehen. Warum ist das eigentlich eine 8-Spieler-Map? Verstehe ich nicht. Naja, egal, wie gesagt, wir wollen das Höhlenabenteuer nehmen. Das wird ein Spaß werden. Ja, eigentlich wollte ich das ja in maximal 5 Minuten abgehandelt haben, weil ich ja noch was anderes in den Part machen will, aber naja. Gut, ja, eine riesen Stage, wo ich wahrscheinlich nicht den Überblick finden werde, aber gut. Ja, mithilfe von Quajutsu, möchte ich jetzt die anderen, ja, meine Amiibos zerstören. Und ich muss mal gucken, dass ich der Rote bin. Ah, und schon hat der erste Level ab. Ja, außerdem habe ich ja vorhin schon erzählt, habe ich es geschafft, alle, Charaktere des Spiels jetzt endlich zu haben. Schatztruhen? Aha. Kommen da Items raus? Ja, tatsächlich, da kommen sogar Items raus. Interessant. Und Schatztruhen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt alle Charaktere freigeschaltet. Ich hatte noch einmal eine Testaufnahme gemacht, um zu prüfen, ob das auch alles klappt. Ja, und ich muss sagen, das hat wunderbar geklappt, sozusagen. Also, ja, ich habe alle Charaktere ab den letzten vorhin freigeschaltet. Das war nämlich das Duck-Hunt-Duo. Ist jetzt auch hier. Ja, und deshalb sollten wir jetzt noch gucken, dass wir hier noch die ganzen Freunde besiegen. Natürlich wissen wir jetzt auch, was haben wir die Erfahrung im klassischen Modus gemacht. Wenn wir Kontakt mit der Lava bekommen und haben mehr als 100 Schaden, sind wir instant tot. Also, das sollte man drauf achten. Boah, nicht gesehen. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal kämpfen sollte, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist hier ja sehr unübersichtlich hier. Ich bin überrascht, dass ich mich überhaupt noch sehen kann. Würde es da nicht stehen, welche ich bin? Und ich glaube, ich sollte noch vielleicht nicht um den Link kümmern. Der hat 211 Schaden. Naja, gut, das ist ja eh raus. Naja, gut, Quajutsu macht da schon, denke ich mal, gute Arbeit. Oh, das war knapp hier. Muss dagegen meinesgleichen kämpfen hier. Der andere Bewohner, den ich bewusst nach dem Master-LP benannt habe, jetzt hat er mich auch nochmal rausgekegelt. Weil er schon geschrieben hat, dass er dass er den Bewohner ja richtig gut mag. Naja, gut. Ja, lief doch eigentlich gut. Gut, ne? Ja, lief gut, aber ich finde es überraschend, dass Pikachu ausgerechnet der am meisten gelevelt ist, nicht so viel zustande bekommen hat. Naja, gut. Na gut. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Natürlich kommt jetzt noch eine kleine nervige Aktion in Züge der Amiibos. Denn wenn ich jetzt zurückgehe, müssen die ganzen Daten nochmal gespeichert werden, weil sie ja Level aufgestiegen sind. Was bedeutet, dass ich jetzt jeden einzelnen der Amiibos
drauflegen muss und immer gucken muss, dass ich auch A drücke. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich sollte natürlich schon den draufhalten. Okay. Interessant, dass die Konsole auch noch das zu zweit noch speichert. Sehr schön. Ich lasse ihn jetzt drauf. Ich denke daran, dass ich den jetzt nicht runternehme. So. Ja, es ist eine umständliche Aktion, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt möchte ich nur mal eben gucken. Ist jetzt der drauf? Wenn nicht, dann erstelle ich ihn halt eben nochmal. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte trotzdem nochmal testen, ob der jetzt drin ist. Ja, sieht gut aus. Okay. Sehr schön, das wollten wir nur testen. Möchtest du die Personalisierungsbildschirm für deinen? Nö. Ja gut. Dann machen wir das eben nochmal. Ich weiß doch nicht, was sich daran jetzt dazu geändert werden sollen, aber naja. Gut. Dann sind wir jetzt hier durch und können uns jetzt um das eigentliche Hauptthema, denke ich mal, dieses Part nehmen, denke ich mal. Und zwar ein bisschen. Ja, ein bisschen hier in diesem, im Studio, im Stadion wahrscheinlich, genau. Und in dem, Studio wollte ich mich noch ein bisschen umgucken. Auf jeden Fall, ist dann, denke ich mal, im nächsten Part dann der Missionsmodus dran. Und dann gucken wir uns auch mal so ein bisschen Spezialaufträge und All-Star an. Aber jetzt erstmal diesen lustigen Modus hier. Wir fangen an mit dem Scheibensmash. Das ist eine Neuerung. Und zwar sozusagen eine Mischung aus dem Home-Run-Wettkampf. Und, also dem Home-Run-Wettkampf und ein bisschen, Angry Bird sozusagen. Denn wir haben jetzt die Aufgabe, hier diese lustige Kanone hier, runterzuhauen, dass sie viel Schaden kriegt. Und bevor sie dann explodiert, ja, und wenn ich dann natürlich einen Smash mache, ist sie schon kaputt. Naja gut, muss sie schlecht sein. Es geht darum, nämlich in zwei Versuchen so viele Punkte wie möglich zu machen. Und ich glaube, das hat nicht so schlecht geklappt. Also das finde ich gut. Also so, genau so muss man das hier eigentlich machen. Zack, zack, zack und dann kabum. Genau. Genau. So lief das doch ganz gut eigentlich. Also da kann ich mich nicht beklagen. Also da gab es schon schwieriger Versuche, würde ich sagen. Latzhose, Feuerblume. Ja, Ganondorf, nice one. Aber eigentlich wollte ich das nicht nochmal machen. Habe ich jetzt schon wieder ein Dings freigeschaltet. Ja, sehr schön. Das ist ja auch noch sowas, was wir unbedingt nochmal machen sollten. Ein paar Meilensteine freischalten. Haben wir ja bisher noch nicht ganz so viele, weil es ist ja auch so, dass man ein paar von diesen Aufträgen machen muss. Achso, es gibt noch. Achso, das waren die ganzen Stages, ja. Unterscheidet sich ja nicht wirklich von, mal sehen, ob ich die euch irgendwann mal zeige. Mal sehen. Multismash, ja, das kennen wir ja schon vom 3DS-Ableger her. Eine lustige Aktion gegen eine Menge von Gegnern. Erstmal, ja gut, mit welchem machen wir jetzt Gegner-Smash? Ach so, das war, ja genau, Gegner-Smash, das ist das, dass man mehr machen muss mit einem Gegner. Okay, ja, der Brutalo. Oh Gott, das wird ja auch noch ein Spaß werden. Das muss ich ja auch irgendwie versuchen. Naja gut, ich denke mal, der 100er Smash, der sollte doch ja eigentlich nicht das Problem sein. Da gibt es ja immer diese Taktiken, mit denen man das machen kann. Beispielsweise Pikachu ist da ja so ein Kandidat. Und deshalb versuche ich das auch mal mit ihm. Gut, man kann auch Donkey Kong beispielsweise nehmen. Aber ich versuche jetzt erstmal mit Pikachu und seinem Donnerblitz. Einfach nur den Donner Smash spammen. Ah ja, das sind alles diese Taktiken, die es schon in Brawl und Melee gab und die es natürlich jetzt auch hier wieder gibt. Natürlich ist auch ein guter Weg, immer so von diesen beiden Seiten hier immer hin und her zu gehen. Das habe ich auch bei Brawl beispielsweise immer gemacht. Okay, 85. Aber natürlich, je länger es andauert, desto schwieriger wird's. So. Ja, ihr seht vielleicht auch schon ein paar der Mies, aber ich glaube, das habe ich euch schon mal erwähnt, ne? Die habe ich in meinem Remake habe ich ein paar aus meinem 3DS rübergeholt. Ein paar davon, die ich auch schon in meinem Tomodachi Live LP hatte. Nicht alle wohlgemerkt, aber die meisten. Obwohl ich das jetzt etwas böse fand, aber gut.
Das ist Megan Fox, das ist Megan Fox. Das ist ja gar, das gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder 103 Schaden. Jetzt sag mal hier, ich glaube, das wird nichts. Ja, das war nichts. Ich hole das jetzt noch einmal und ja. Ich glaube, ich kann es ja noch mit DK versuchen. Und seinem unten B. Ja, cool, ne? Ja, ich frage mich nur immer, warum ist das in jedem Smash eigentlich so gut? Das ist zwar ein Modus, der ja eigentlich jetzt immer dabei war, aber trotzdem frag mich schon so. Aber warum gehen die alle mal automatisch nach unten? Die sollen hier hochkommen. Genau so. Ich glaube, ich springe jetzt ein bisschen häufiger. Damit ich die so nach oben locken kann. Also das immer so im Flug zu machen. Genau so. Das sieht doch schon viel besser aus. So wollte ich das auch eigentlich. Der dunkle Pit. Was will der denn hier? Der hat doch gar nichts zu melden. Der hat doch absolut hier gar nichts zu melden. Boah, der hat echt keinen Bock hier bei mir reinzuspringen, habe ich so irgendwie ein Gefühl. Jetzt aber ist der dunkle Pit raus. Ja, wenn sie so rausfliegen, gefällt mir das. Aber das wird nicht einfach werden, so ich das sehe. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen meine Taktik raus, glaube ich. Also so könnte das klappen. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen unnötigen Schaden gekriegt. Und warum da jetzt gerade ausgerechnet in dem Moment noch so eine scheiß Bombe darunter runterfliegen musste, das ist mir auch ein Rätsel, aber gut. Das ist mir auch ein Rätsel, aber ich glaube, das kann ich schon wieder knicken. Ich habe gerade mal die Hälfte. Also das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ah, das war schön. Aber gut, das war auch der Powerblock. Boah, also wenn ich das noch schaffe, ey, dann, hat sich echt Pikachu irgendwas verdient. Also was hier abgeht, das ist echt nicht normal. Aber gut, dafür ist dieser Modus ja auch ausgelegt. 23 noch. Immer schön springen und springen und springen und springen. Noch 15. Das sollte doch wohl machbar sein. Komm schon. Oh, ich wollte gerade da ausweichen. Naja. Egal. Wir haben es jetzt gesehen. Ich habe zumindest ein paar mehr geschafft. Vielleicht mache ich das offscreen auch mal neu. Ich wollte es jetzt nicht nochmal neu machen. Warum ist man automatisch immer, dass man das neu versuchen will? Nee, lass mal stecken. Wähle deinen Kämpfer. Lass mal ordentlich stecken hier. So, nächster Versuch. Nächster Modus. Homerun-Wettkampf. Ja, das ist ja, denke ich mal, jedem ein Begriff. Hier geht's mal wieder darum, ja, habe ich auch schon mal mit Ganondorf gemacht. Einfach darum, dieses Sandsackteil so weit wie möglich zu gehen. Und ich finde, mit Ganondorf gibt's da eine sehr gute Taktik, das zu machen. Einfach immer drauf kloppen. Ja, ich mach's nochmal. Man muss auch ein bisschen Glück dabei haben, wenn ich ehrlich bin. Und das war jetzt schon mal wieder nichts. Ich will das jetzt perfekt haben. Ich will eventuell noch einen neuen Rekord haben. Ja, genau. So möchte ich das sehen. Ja, komm. Schieß mal. 137. Es ist, glaube ich, nicht perfekt. Aber ich denke mal, es ist so ungefähr um die 700 Meter. Oder nur 650. Okay. Na, eigentlich komme ich da noch mehr hin. Es kommt noch darauf an, von wo man abschlägt. Das war jetzt auf ein sehr relativ niedriger Ort. Na, jetzt habe ich ihm schon ein bisschen mehr Schaden sogar hinzugefügt, aber dann hat er nicht geklappt. Aber es ist immer so blöd, wenn er dann so hinten aufkreuzt.
Ja, wow. 4,6 Meter, wow. Jetzt habe ich leider nicht mehr die Zeit gehabt, aufzuladen. Ja, es ist auch ein bisschen echt, wo man tricksen muss hier. Oh Gott, wir steigern uns. 10 Meter. Alter, ey, komm schon, Ganondorf, jetzt enttäusch mich hier nicht. Ah, es war wieder nichts Besonderes. Das war genauso wie gerade eigentlich. Es wird auch so um die 650 Meter sein. Naja, ein bisschen mehr. 675, aber trotzdem. Das kann ich eigentlich noch besser. Naja, wie gesagt, vielleicht wird das hier heute, glaube ich, nichts mehr. Wobei... Der zählt noch. Der zählt noch. Der wird jetzt, glaube ich, sehr weit sein. Gut, dass das noch gezählt hat. Ja, der ist richtig weit. 1000. Das ist endlich mal ein Rekord. Schwertfeuerblume. Nice one. Ja, Ganondorf, du hast dir eine Medaille verdient. Ich wollte hier schon raus. Irgendwie komme ich immer darauf, dass ich dann wieder das nochmal machen will, was ich gar nicht will. Ich weiß, der Satz war unlogisch. Egal. Daisy im Baseball-Outfit. King Karul. 1000. Erziele 1000 und im Solo-Modus, okay. Sehr interessant. Man kann das hier übrigens auch zu zweit machen, stimmt. Ja, faszinierend. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich 1000 Meter da erreicht habe. Ah. Gut, ich würde sagen, für den letzten Punkt dieses Parts werden wir noch einen anderen Modus ausprobieren. Der müsste, glaube ich, hier sein, ne? Bei Trophäen, ne? Genau, der Trophäenrausch. Den müsstet ihr ja auch schon kennen vom 3DS-Ableger, wenn ihr das LP dazu gesehen habt. In diesem Modus geht es darum, so viele Trophäen wie möglich zu erhaschen. Und natürlich auch noch Customize-Dinger. Ich werde jetzt einfach mal auf 2 Minuten stellen. Man kann ja bis zu 2 Minuten 30 gehen, um halt so viel Zeit wie möglich zu haben. Das kostet halt Spielmünzen, aber ich denke mal, die haben wir genug. Und auf Start geht's los, nicht auf A. Das Fiese ist nämlich, man kann hier nicht wieder zurückschalten. Ja, und im Grunde geht's darum, halt diese Kisten so schnell wie möglich hier aus der Stage zu schießen, sodass die sich nicht so auftürmen. Denn wenn die blaue Linie da erreicht ist, dann, tut's weh. Genauso wie das da. Das kommt, wenn man zu oft am selben Fleck ist. Muss man gucken, so. Aber wenn diese Leiste da oben, dieses Extremomat, wie es sich nennt, wenn das jetzt erfüllt ist, wenn die Tem immer auf diese Namen kommt, geht ein Regen von Münzen und Fähigkeiten nieder und da kann man dann ordentlich Kohle machen. Jetzt mache ich nur einmal mein Schutzschild wegen dem Ding, das da gerade kam. Und da ist das Extremomat schon wieder explodiert. Und das Coole ist ja auch noch, man hat auch noch so einen kleinen Strahl hier in den Angriffen. Zumindest ist es bei Toonling und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool, die Sache. Und wieder das Extremomat. Ich finde echt, das ist ein cooler Modus. Also da kann man, wenn man das ein paar Mal oft macht, ordentlich an Trophäen kommen. Also ich mag den Modus auf jeden Fall. Und den werde ich bestimmt noch das ein oder andere Mal spielen auf jeden Fall, wenn ich unbedingt meine Trophäe haben will. Ah, jetzt habe ich mich aufgepasst. Boah, jetzt hauen sie aber rein hier. Boah. Weg damit. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp hier. Und wieder explodiert das Extremomat. Ich glaube, so gut war ich auch auf dem 3DS noch nicht mal. Aber jetzt habe ich nicht aufgepasst. Egal, es ist eh vorbei. Wenn man nämlich aus der Stage fliegt, dann wird einem nochmal ein bisschen Zeit abgezogen. Und das war jetzt auch in dem Fall. Aber wir haben, ja, mit 26 Trophäen ordentlich Cash gemacht, würde ich mal sagen. Das war nicht schlecht. Davon 25 neue. Die Ausbeute kann sich sehen lassen. Sehr schön. Euphemia erhalten. Kettenhundhelm erhalten. Spezialaufträge-Ticket. Aha, zerstöre. Was ist denn das? Ein Spezialauftrag-Ticket?
Tolles Foto übrigens. Spezialauftrag-Ticket. Meisterei in 100er-Smash. Okay, das... Ich glaube, das probiere ich jetzt noch zum Abschluss. Das kann... Das ist, denke ich mal, nicht so schwer. Nicht so schwer, dass ich das jetzt noch schaffe. Hier, komm. Ich werde jetzt auch Donkey Kong nehmen. Mit dem geht das ja auch ganz gut. Da haben wir zumindest noch was geschafft hier. Im nächsten Part, denke ich mal, ist es soweit, dass ich, dass wir dann mal den All-Star-Modus noch machen. Naja, den Laden kann ich euch auch nochmal eben zeigen. Da kann man sich auch Trophäen spezielle kaufen für seine Münzen. Ja, nehmen wir den Koopa. Nehmen wir Knackrak. Nehmen wir Cebesiana. Keine Ahnung, wovon der kommt. Ich denke mal Samus. Giratina. Shape Knight aus Kirby. Suicune. Ein flatternder Picknapper und Funky Kong. Genau. Haben wir alles den Laden ausgekauft. Gut. Ja, aber dann machen wir noch für den Abschluss hier noch einmal den 100er Smash, damit wir das hier auch noch bekommen. Nein, nicht die Mission. Das mache ich ein anderes Mal. Das wird mich auch noch spannend und, ja, beschäftigen, sagen wir das mal so. Aber gut, jetzt möchte ich das hier noch eben schaffen. Ich denke mal nicht, dass das jetzt so schwierig sein wird. Komm schon. DK, ich denke mal, auf dich ist Verlass. Als Yeti. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Donkey Kong, aber mit der Fähigkeit hier sollte das, denke ich mal, nicht so schwer sein. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Noch einer und das ist der fette Donkey Kong hier oben. Aua, greif mich doch nicht so. So, tschüss. Tschüssikowski. Ah, der letzte war jetzt nochmal wieder borstig, aber immerhin hat es jetzt geklappt. Wurde jetzt auch Zeit hier. Gut, ich denke mal, dann habe ich den einen Versuch rausgeschnitten. Nee, nochmal habe ich jetzt keine Lust. Ich gehe da immer zu schnell weg anscheinend. Gut, ich hoffe, dann hat euch der Part gefallen. Ich denke mal, im nächsten Part gibt es dann wieder ein bisschen mehr Action. Kommt da keine Belohnung? Okay. Ich dachte, da würde jetzt noch für eine Belohnung... Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Tetris B. Aha, und wie fit plus 100 Smash innerhalb von 3 Minuten? Cool. Du hast den 100. Smash zum ersten Mal geschafft. Wie viel plus Medley? Die geile Tetris Tribe B-Musik. Coole Sache. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, der Part. Und ja, bis zum nächsten Part von Super Smash Bros. Für Wii U. Bis dann und tschüss, euer Jake.